Punkt, du Deppenspiel. Hier. Home. So. Ja, der merkt sich halt auch die Punkte. Ja, so, und da ist die Mine und die Schlucht. Ah ja, übrigens für diese Bugs hier auf der Minimap, das ist, weil wir immer die Welten switchen, die Server, und man sieht das hier an diesen Kacheln. Ich hoffe, man sieht meine Maus jetzt, das weiß ich gar nicht. Und daran sieht man, dass das die alte Map war. Und dann sieht man da, wo alles rein ist, oder hier, wo generell noch alles schwarz ist, ist halt die neue Map. So wie hier, hier ist Sumpfgebiet, man sieht aber hier wieder die Ecken. Das ist eine alte Map, ein altes Sumpfgebiet. Das heißt, wir werden den Server nicht mehr switchen. Wenn ich mit Chrono Minecraft spielen will, Leute, dann nehmen wir auf. Wir werden irgendwann 10.000 Parts im Voraus haben, aber ich will einfach, dass die Minimap nicht so rumbackt, sondern ich hier so rüber scrollen kann und gucken kann, wo ist welches Biom. Das ist besser. Genau wie hier. Hier sieht man das hier. Das Biom ist komplett falsch mit dem Wasser hier unten, weil es hier noch das alte ist. Ja, genau. Und du kannst die Arbeit sparen, genau. So, Chronisch bräuchte Essen. Kurz mal. Im Ofen. Du hast Fleisch gefunden? Das wäre nice. So. Wir brauchen nämlich genug für die Schlucht. Ich will nämlich meinen ersten Spawner finden. Das ist nicht gewesen. Okay. So. Wie gesagt, Eier fehlen. Eier. So. Ich esse gerade mal Brot und Pilzsuppe. Bin schon auch nahrhaft. Ja, ich mache mir nochmal mehr Pilze. Ich renne jetzt auch nicht mehr. Ich muss jetzt meine Nahrung ein bisschen saven. Ah, da bist du ja. Okay. Ernsthaft? Fehlt ein Block? Ja. Ein Block fehlt noch. Ja, okay. Ist egal. So. Ja, genau. Lass das Licht da hinten, dann weiß man, dass es da ist. So. Jetzt hier oben rein. Die Wand muss ja auch noch fertig hier gemacht werden. Oh, da kommt er angelaufen. So. Ja, Leute, ihr seht es gerade. Eine Pilzsuppe kann ich mir machen, weil einfach es von diesen braunen Pilzen fehlt. Aber es sind ja noch Pilze hier im Inventar. Da, genug braune. Aber wenn diese braunen Pilze nicht effizient spawnen, dann ist das echt ein bisschen beschissen, um ehrlich zu sein. So. Und wir nehmen die Pilzsuppen übrigens nicht mit. Ich gehe jetzt nicht mit Pilzsuppen in die Schlucht. Wenn ihr jetzt also meckert, geh in die fucking Schlucht. Ich will die sehen. Ich will die Minen-Action sehen. Nein. Also ja, aber nicht jetzt. So wollte ich es sagen. Wir gehen rein, aber nicht jetzt. Ich möchte erst gute Nahrung haben. Warte mal. So, ich mache jetzt maximale Anzahl an Pilzsuppen, die wir machen können. Die können wir dann jetzt hier zu Hause essen. So. Aber Nahrung für die Ding brauchen wir jetzt. So, das sind jetzt alle, die wir machen konnten. Jetzt fehlen uns braune Pilze. So. Mit denen kann man sich jetzt hier satt essen. Also so können wir nicht in die Mine. In eine Schlucht mit der Mine im Endeffekt. Das können wir nicht. Ist jetzt die Frage. Ich denke, wir kümmern uns um die Kühe. Wir haben ja die Nahrung vor der Haustür. Wobei ich da eigentlich noch eine Hütte haben wollte, wo wir dann quasi das Kuhgehege hinten dran bauen können. Jetzt einfach so das Kuhgehege dahin bauen will ich ja nicht. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Weil jetzt so schnell unser Dorf ausbauen, dann wird's nicht schön. Dann wird's nicht so, wie wir es haben wollen. Nur damit wir jetzt Nahrung haben. Aber ich denke, ihr habt recht. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden leider keine Futterstation bauen können, aber ich denke, damit wir uns auf die Mine vorbereiten, werden wir jetzt erstmal provisorisch einen Stall bauen. Weil dagegen spricht ja nichts, wenn wir jetzt irgendwo einen Stall hier hinbrettern. So, Moment. Mache ich das doch gerade mal. Komm her. So. Und dann kann Conno gerade mal, wenn er lieb ist, eine kleine Stelle suchen. Ein bisschen was ausheben noch. Komm her. So. Zack. Flup. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal die und ballern die hier irgendwo da hinten hin. Oder wo gehst du hin, Conno? Ich versuche noch einen Überblick zu bekommen. Von was? Wir machen sie nur kurz provisorisch hin.
Hier, wir können sie einfach mal gerade, ganz ehrlich, wir bauen sie provisorisch hier. Ja. Fertig. Hier kommen ja so nur ein paar Hütten hin. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. So, habe ich einen Creeper gehört? Ja, ich habe einen Creeper gehört. Fuck you. Verpiss dich. Mein Dorf. Ist Mario und Luigi Dorf. Ist Peach Dorf. Verpiss dich, Creeper. So. Was? Bringst du die Kuhmus gerade mit? Wenn ich sie holen soll, dann holst du schon mal. Yep. Die kommen jetzt hier rein. Damit wir unser Nahrungsproblem lösen. Außerdem lösen wir gleichzeitig unser Lederproblem. Ihr könnt jetzt natürlich argumentieren, lass den Stall da, der sieht irgendwie nicht so schlecht aus. Aber ne, es muss ja jemand sich um den Stall kümmern, versteht ihr Leute? Und dazu gibt es eben ein Haus, also eine Hütte später. Und das wird dann wieder einer von euch. Ah, die treuesten Zuschauer, wie gesagt, die dauerhaften Zuschauer, von denen man weiß, okay, die schaden unserem Server hier nicht, die wollen wirklich mitspielen, aktiv und Spaß haben. Da, die kriegen dann Häuser. So. Woher, so. Zack, zack, zack. Kannst du beide gleichzeitig nehmen? Nice. Cool. Ja. So, Weizen habe ich gerade keinen. Ja. So, Kuhmus, ihr werdet jetzt langsam aber sicher herangezüchtet. Jedes Mal, wenn es geht, werdet ihr poppen. Hi, Mäh. Willkommen im Dorf. Mit zwei Hütten. Nein, eigentlich nur mit nur einer Hütte. Conor, hast du gerade das Schild? Ich muss dich gerade dran erinnern. So, und ich hol mal... Verdammt, es war noch nicht reif. Da. Ich hol gerade mal Weizen. So, und dann angeln wir doch ein bisschen, Leute. Es tut mir leid. Es muss ja leider sein. Es muss sein. Damit mit Fischen können wir auch noch. Obwohl, mit genug Fischen können wir da wirklich schon rein. Komm mal her, Mäs. Was heißt Mäs? Moose. So. Weg mit dem Müll. So, Mini-Kuh. Ich bin später wieder da und fütter euch wieder. Macht euch keine Sorgen. Ihr werdet voll gefüttert von mir. Das geht in relativ kurzen Abständen, kann man die füttern. Da muss ich jetzt ein bisschen aktiv dranbleiben. Ich habe jetzt zum Glück zwei Weizen noch. Mhm, ich habe auch noch einen in der Hand. Ich brauche auch Weizen. Weizen kannst du bei mir zuwerfen. Gut. Ich brauche das nämlich aktiv jetzt. Ich brauche immer zwei Weizen. Die Pilzsuppenschüsseln können wir übrigens in der Nahrungskiste lassen, wie ich finde. So, Angel, wo ist meine Angel? Wo ist denn die Kiste mit den ganzen Utensilien? Habe ich keine Angel mehr? Doch, da ist sie doch. So, tut mir leid, Leute, wir müssen angeln. Wir müssen angeln. Sonst können wir nicht in die Schlucht alias Mine. Da will ich unbedingt rein. Da findet man 3, 4, 5 Spawner. Na okay, 5 nicht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber man findet da locker 3, 4 Spawner, ey. Die will ich unbedingt haben. Da haben wir unsere XP-Farm, da geht's richtig rund. Ach ja, Conno, zu dem Thema noch. Höllentor. Willst du? Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht wohin, deswegen. Hast du eine Idee? Wollen wir ein Dorf, eine Hütte bauen? Keine Idee. Oder wollen wir sie hier unten reinbauen? An sich würde sich eine Hütte lohnen, ne? Eine Hütte und dann statt ein Bett und so kommt dann ein Höllentor rein. Ist schon irgendwie lustig. Oder? Findest du nicht lustig? Finde ich irgendwie lustig, muss ich sagen. Oder eine Hütte und dann ein Keller. Dass quasi eine Hütte einen Keller bekommt und da das Höllentor versteckt ist. Nein? Ja? Schlechte Idee? Gute Idee? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Willst du die Hütte bauen? Musst du ja eigentlich nur nachbauen, ne? Also wird ja eigentlich so wie die andere, weil ich würde halt jetzt echt gerne angeln kurz. Ach komm. Wir machen es gemeinsam. Ich komme. Welches Holz hatten die eine Hütte? Das sieht man ja von hier. Helles und Standardholz. Okay. Dann bekommt die Hütte... Dunkles? Schwarzeichen, Holzbretter. Shit, davon haben wir keine Setzlinge mehr, ne? Doch, Hammer. Genau. Okay, Hammer. Da müssen wir gerade mal ein paar setzen. Aber nicht so viele. 6 sollten reichen.
Das Holz und ich würde wieder das helle nehmen. Ich mag einfach diesen Kontrast. So, und dann war das noch ein bisschen Bruchstein. Waren das Glasscheiben oder Blöcke als Fenster? Ich glaube Glasscheiben, ne? So, ich müsste alles haben. Wo bist du eigentlich? So. Ich habe okay. mich nur ein bisschen umgesehen. Okay, okay. Hier ist das Haus. Gegenüber? Hier so hin? Ich weiß auch nicht, Leute. Wie breit ist denn die Kiste? Achso, erstmal, Moment. Erstmal hier. Brauche ich davon nur ein? Weil die Bäume sind doch fetter, oder nicht? Oder brauche ich davon vier? Leute, ich habe keinen Plan. Ich baue die zum ersten Mal. So. 1, 2, 3, 4, 6. Oh, da hier ist ein Fail. Hier ist noch Holz. Hä? Lol. Nein! Okay, ich hab's kaputt gemacht. Aber wieso war da noch der Fail drin? Ich hab's wieder ganz gemacht. So. Wieso waren da noch Stämme drin? Komisch. Da drüben auch? Tatsache, hier auch noch. Wir machen echt schlampige Arbeit. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wären das, ne? Wie gesagt, das ist momentan nur gegenüber. Das heißt ja nicht, dass alles so gebaut wird. Kann ja, die anderen sind wieder ein bisschen versetzt. Dies, das, jenes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wäre das so, oder? Ist das jetzt so richtig? Ja, sollte passen. Yep, sollte passen. Wenn du dich nicht erzählt hast, dann müsste es passen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier das Ganze jetzt ein bisschen schick machen wieder. So. Ach ja. Lassen wir das so? Ah ja, gut, dann lassen wir es so. Dann ist es da verbunden, ne? Das Holz reicht leider nicht. Aber ist egal, wir können ja mal anfangen. Ich habe nämlich nicht genug von dem dunklen Holz gerade. Aber da oben sind Setzlinge schon gesetzt. Das dauert halt bis jetzt wachsen. So. Das hätte ich schon mal. Generell fällt mir ein, dass unsere Häuser überhaupt gar keine Beleuchtung haben. Conno, guck mal, da ist das Schild. Kannst gerade bearbeiten. So. Ich mache hier gerade mal eine Außenbeleuchtung, weil wir momentan, also zumindest hier so ein bisschen, ich habe das da auch schon gemacht. Weil wir aktuell hier noch überhaupt gar keine Zäune haben. Und ein bisschen Außenbeleuchtung kann man ja dann doch mal machen. Damit hier nicht 24/7 Monster spawnen. So. Na Kus, ich komme gleich wieder mit Weizen. Weil ich habe Weizen in der Tasche. Okay, ich kann noch schlafen gehen, ich gehe hier in die Mine. Zum Schmied. Gut. Oh, da war ich gerade übel schnell. Vielleicht ist ja dann auch bis gleich oben schon das erste Bäumchen gewachsen. Wenn es denn mit einem Setzling wächst, das ist ja auch noch die Frage. So, raus hier. Ja. Ah, ich bin der Schmied. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine Damen und Herren, alle Bewohner dieses Ortes. Einen wunderschönen Tag. So. Nein.
So, der Konno, der darf dann hier. Boden kommt ja ein anderer rein, ne? Oder ein einfarbiger Boden. Ich hab's vergessen. Dann müssen wir gleich mal drüben im Raum gucken. Wenn dann ein einfarbiger Boden. Ja, wenn dann ein einfarbiger.